Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Hühne. Und vorne mit dem großartigen André Lampe. Hallo André, hallo alle zusammen. Ah, hallo Romy. Ja. Ja, es ist wieder Dienstag. Es ist wieder Dienstag, es wurde Zeit für Kopfdefragmentation. Wirst du bekloppt? Hm. Wir machen das jetzt einfach. Ist das nicht wahnsinnig? Das nicht. Oh mein Gott. Um 6 Minuten nach 8. Und wir haben ja erst ein bisschen später angefangen. Also wir sind heute bei 5 Minuten nach dem Reinkommen, nach dem Tusch sozusagen. Unter 5 Minuten sogar. Ja. Ihr könnt es natürlich mit einer Frage im Chat auch torpedieren. Aber wir haben gedacht, wir probieren mal was Neues. Und fangen direkt an. Fangen einfach mal an. So direkt, wenn wir online gehen. Genau. Nee, tatsächlich liegt es gar nicht so an der Fuß, ne? Wie? Ist schon Karneval? Ist das nicht nächste Woche? Am Rand von Berlin. Und ich komme aus einer karnevalsfreien Zone. Im Februar waren immer die coolsten Metal-Konzerte in Bielefeld und ich wusste nicht, warum. Warum sind so viele coole Leute da? Sind so viele Touristen da? Spielen so viele Bands? Und irgendwann hat mir mal einer gesagt, wie, ihr feiert keinen Karneval. So wie, ach so, es sind die ganzen Karnevalsflüchtlinge. Cool. Ja, heute ist Faschingsdienstag, Veilchendienstag. Ja. Ich habe keine Ahnung. Gestern war Rosenmontag. Ah, okay. Ja. Gestern, heute ist Dienstag, genau. Das erklärt, ich war heute kurz in der Stadt. Das ist auch schon passiert. Ja, ich war heute kurz, nee, was heißt in der Stadt, in unserem kleinen Stadtkern und dachte mir so, warum laufen hier so viele Kinder rum, die seltsam angezogen sind. Aber das erklärt es jetzt total. Ich war heute irgendwie, ich hatte andere Dinge im Kopf. Ja, nee, ich habe noch nie wirklich, im Kindergarten habe ich mal Fasching gefeiert. Karneval hieß das. Ich habe auch gerade überlegt, ich bin vor Jahren durch sehr dumme Zufälle und mit etwas zu viel Alkohol möglicherweise auch in die Situation geraten, dass ich in einem kleinen Dorf hier im Harzvorland mal eine komplette Session zu verschiedenen Zeitpunkten mitmachen musste. Also vom 11.11. bis zum Rosenmontag. Das war ein bisschen schräg. Freunde von mir haben versehentlich die Rolle des Prinzenpaars übernommen. Und deswegen. Versehentlich? Waren wir da immer wieder. Aber das waren. Ja, tatsächlich versehentlich. Also, so richtig versehentlich war es nicht, aber das ursprüngliche Prinzenpaar ist ausgefallen. Ich glaube, die hatten sich getrennt. So ganz klassisches Drama kurz vor Karneval, oh mein Gott. Und. Wie es dann so ist, dann fangen irgendwie Telefonketten an und die reichen dann auch manchmal in so eine Stadt wie in der Halle. Also das ist dann schon so ein bisschen Distanz. Sie müssen schon auch ein bisschen verzweifelt gewesen sein, dass sie bei sich niemand finden. Okay. Und dann kriegt ein guter Freund den Anruf von seinem Bruder, der noch in dem Dorf wohnt. Und übrigens hat nicht geklappt mit denen nach 5 Minuten anfangen. Aber er kriegt auf jeden Fall den Anruf von seinem Bruder, ob sie das nicht machen wollen und sagt natürlich nein. Und wenn dann aber man das macht, umringt vom Freundeskreis, ich glaube an einem Freitagabend um 11:30, kann es passieren, dass man am Ende dann doch zurückruft und sagt, okay, wir machen das. Ja. Und so bin ich in diesen Beruf gekommen, habe super nette Menschen kennengelernt, eine mir völlig fremde Lebenswelt. Also alles rings um Karneval, Fasching ist für mich nicht oder nur schwer nachzuvollziehen. Aber irgendwie finde ich es auch cool, wenn Leute mindestens einmal im Jahr, was nicht ausschließt, dass sie nicht auch an vielen, vielen anderen Tagen im Jahr sehr viel Spaß haben und auch in Nicht-Karnevalsbezügen. Aber ein bisschen befremdet war ich gestern schon, als ich morgens das Morgenmagazin anmachte und ich glaube um, weiß ich nicht, 6:45 oder so, es schon die erste Live-Schalte nach Köln gab. Das war irritierend. So, es ist 20:11, wir sind immer noch in der Zeit. Wir sind immer noch unter einer Viertelstunde. Ja. Ja. Laffelrock hat früher Sanitätsdienst bei Karnevalssitzungen gemacht, da bekommt man das nicht mehr so schnell aus dem Kopf, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah! Beim Roten Plus. Wie schön. Ja. Beim Deutschen Roten Kreuz. Ich sag's auch nochmal richtig. ja, fein. Johanniter-Grüße, Herr Kollege.
Oder Frau Kollegin, ich weiß es nicht. So, wir sind hier in Orwell. Wir haben Joseph Langley, der auf diesem Bild älter aussieht, beziehungsweise auf dem anderen Bild jünger aussah, als er wirklich ist. Er ist nämlich schon wirklich alt. Weil er hat irgendwie 82 seinen Abschluss gemacht und mit der Delacroix Zeug gehabt, also Kanzleien nicht. Ja, das andere wissen wir nicht. Aber er hat auch E-Mails bekommen. Oh, aber das war keine. Bitte? Das war gerade herrlich zweideutig, danke dafür. Das war gerade herrlich zweideutig, ja. Danke dafür. Wir haben auch, ich finde, das ist mir übrigens letzte Woche auch nochmal aufgefallen, wir haben uns auch nicht darüber unterhalten und mir ist aufgefallen, dass wir uns nicht drüber unterhalten haben und ich fand das schön, deswegen will ich das betonen, ich will nicht das Gespräch dazu führen. Wir haben uns nicht wirklich über den Altersunterschied zwischen Joseph Langley und Cassandra Watergate unterhalten. Das war so ein, ja, okay, weiter geht's. Ja, ja. Und, weißt du, es passiert ja durchaus, wenn Leute sich unterhalten, dass dann auf einmal irgendwelche Vorurteile oder sonst irgendwas kommt. Und mir ist aufgefallen, dass das bei uns überhaupt nicht war und wir das nicht mal wirklich zum Thema gemacht haben. Nö. Außer, dass wir es bemerkt haben, so, ach krass, der ist viel älter, als wir dachten. Das wollte ich nur positiv bemerken. Das finde ich schön, dass ja, das passiert ja. ist. Ja, wir wissen ja gar nicht wirklich was über sie. Das kann ja ganz hervorragend passen. Die beiden. Nur weil sie unterschiedliche Alter haben, heißt das ja längst nicht, dass es nicht gut zusammengehen kann. Genau, und wir sind von vornherein von dieser Prämisse ausgegangen. Und das, weißt du, Menschenbilder, wir haben uns ja nur schon häufig genug drüber unterhalten. Mhm. Ja, da hatten wir übrigens auch einen ganz, ganz wundervollen Kommentar auf YouTube. Das will ich auch nochmal ganz kurz, ich muss hier nochmal hier kurz heraussuchen. Ich habe den noch offen. Erstmal, Sascha Hill hat gefragt, wo das kommt mit dem der immer falsch ausgesprochen wird, ob das ein Twitch-Ding ist. Wie gesagt, eigentlich ist es nicht wirklich ein Twitch-Ding, sondern ich habe von Anfang an eine Antipathie gegen Symes entwickelt. Und mittendrin, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, er wird eigentlich anders ausgesprochen und ich habe dann gesagt, ich spreche ihn falsch aus, weil er mir unsympathisch ist. Das habe ich in den Kommentaren geantwortet, aber tatsächlich, wenn ihr hier das hier auf YouTube guckt, hallo YouTube, und eine Frage stellt, dann kann das passieren, dass wir es im Stream thematisieren. Tyana hat geschrieben, weil wir haben letztes Mal am Ende drüber diskutiert, wie das ist mit der emotionalen Bindung und wie das wäre, wenn man das Spiel alleine spielt. Und da war, und ich lese den Kommentar einfach mal vor, weil ich den spannend finde. Ich würde sagen, ja, eine enge emotionale Bindung zu den Charakteren hatte ich als Spieler. Der große Unterschied ist, ich handle sehr bedacht, überlege mir, wen ich unterstützen möchte und dann tue ich das auch volle Kanne. Selbst wenn ich dafür lügen muss, ich spiele auf verschiedene Enden zu. Das heißt, ich entscheide mich nie, wie ich mich tatsächlich entscheiden würde, da mein Charakter offensichtlich jemand ist, der mit Überwachung wenig Probleme hat, bereitet es mir auch keinerlei Probleme, alles Mögliche hochzuladen, gerne aber auch mal Unsinn oder Unwahrheiten. Während ich spiele, finde ich Symes auch voll sympathisch, weil er eben eine Art Mentorenfigur für meinen Charakter ist, der ihn auch beschützt und wirklich versucht, seinen Job gut zu machen und die Taten aufzuklären. Ich habe häufig mich ertappt, wie ich weniger relevante Texte übersprungen habe und nur die Data-Chunks rausgeholt habe. Wirklich reflektiert über den Inhalt habe ich aber nie, weswegen es sehr lehrreich ist, euch zuzugucken. Von mir aus wäre ich nie auf die Idee gekommen, alles mal mit meiner eigenen Moral zu spielen. Finde ich total spannend und ich habe mich auch bedankt für und ich habe mich gefreut, dass wir einen Perspektivwechsel anbieten können und so. Aber so ist es halt. Also ich würde auch sagen, wenn ich Orwell jetzt einfach so gespielt hätte und nicht in der Dienstagspolitik, hätte ich wahrscheinlich, also wäre ich, hätte ich auch einen anderen Spielstil an den Tag gelegt und ich hätte, das Spiel hätte sich anders angefühlt. Ja, und mir geht es da genauso, ehrlich gesagt. Also das eine ist, was wir letzte Woche schon hatten, wir müssen halt uns ja einig sein, was passiert. Deswegen müssen wir halt drüber reden. Insofern kommen wir an und müssen das argumentieren und die Argumente müssen zu uns passen. Insofern haben wir halt permanent diese Schleife. Mir geht es ganz genauso. Ich glaube, wenn ich es alleine spielen würde, wäre ich wahrscheinlich
würde ich wahrscheinlich eher so vorgehen wie die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat. Ich würde dann wahrscheinlich mich mit irgendwem solidarisieren und dann irgendwie gucken. Und was ich sehr sympathisch fand, war auch dieses Unsinn hochladen. Offensichtlichen Unsinn, also das Spiel auch einfach so ein bisschen zu teasern vielleicht so. Das fand ich tatsächlich ganz cool und auch sehr sympathisch. Und diese unterschiedliche Art und Weise, das zu spielen, macht's schön. Also macht's auch für mich schön zu spielen. Das ist einfach eine total schöne Erfahrung. Muss ich ja sonst nie. Sonst muss ich irgendwie das mit mir selber klären oder mit meiner, weiß ich nicht, mit meiner Bildschirmzeit. So, nein, ich lese mir jetzt nicht jeden Text durch und vor allem nicht in der Intensität, weil ich will doch einfach nur diese 5 Informationen, ich will vorankommen. Ja, genau. Und man lässt auch wenn man alleine spielt. Diesen Druck haben wir uns völlig genommen. Ja, wenn man alleine spielt, lasse ich auch nicht Texte wirklich auf mich wirken. Es ist was ganz, ganz anderes, wenn man Dinge dann vorliest. Also, ich merke das auch, wenn ich einfach nur YouTube-Videos aufnehme, was ich jetzt auch für Spacehaven mache und so. Ich nehme die Texte des Spiels ganz anders wahr. Wenn ich sie dann auch nochmal betont vorlese, dann wirkt das auf mich auch nochmal ganz anders und ist irgendwie stimmungsvoller. Ist tatsächlich irgendwie eine schönere Erfahrung. Mittlerweile nehme ich lieber eine Folge Spacehaven auf, als Spacehaven ganz alleine zu spielen. Das ist vielleicht auch ganz heilsam für meine Tagesfreizeit. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß ja, haben wir was im Listener als nächstes? Zusammentun Klugscheißer war das letzte. Da hat er drauf geantwortet. Der Eingeweihte, also Harrison hat gefragt, wollen wir uns zusammentun, Klugscheißer? Und der Eingeweihte hat geantwortet. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das schon vorgelesen haben. Dann gehen wir mal rein. Weiß ich auch nicht, machen wir es einfach. Ah, natürlich, wir haben uns gewundert. Und da sind wir auf seine Timelines gekommen. Ja, er ist ja schon ein Teil davon. Ja. Wie kann ich mich Thought anschließen, wenn ich schon Teil davon bin? Ist immer noch nicht hinterlegt, dass uns das sagt, was das für ein Hinweis ist. Das riecht mich manchmal so ein bisschen auf. Und dann sind wir hier auf, schick mir deine Antwort in Timelines, Warrior, Krieger des Webs. Hier könnten wir noch viel mehr. Datenkriege, genau. Der hat irgendwie Sachen gehackt und wollte mal mit, oder nicht mal gehackt, sondern hat Schwachstellen gefunden und hat gesagt, hier, melde dich doch mal bei mir. Und betreibt lustige Dinge im Netz und Giraffen mit Hüten ist wohl eine Anlehnung an Lamas mit Hüten und wie kann ich mich Thought anschließen, wenn ich schon Teil davon bin? Das ist halt so eine Sache, das würde ich gerne ausblenden, weil er ist ja nur Teil von Thought, also weil er das claimt. Ich frage mich die ganze Zeit, ob uns noch wer fehlt. Bestimmt. Also ob es sozusagen uns fehlt sozusagen, finde ich, also mir fehlt auf jeden Fall, so ein bisschen eine vollständige teilnehmende Liste von Thor. Wir wissen irgendwie, wer dabei war, wir wissen jetzt aber nicht, ob noch wer fehlt. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo es denn jetzt weitergeht hier. Achso, wir haben hier noch in der, bei dem Profil, haben wir da irgendwas deaktiviert? Ach nee, da haben wir Auslandsjahr in Argentinien haben wir deaktiviert und Militärdienst in der Armee der Nation. Also könnte es sein, dass diese Information, der Eingeweihte ist schon Teil von Thought, genau die Information ist, die das Programm haben möchte? Wahrscheinlich. Oder das Spiel? Ja. Was wissen wir denn über den Eingeweihten alles bisher? Wir wissen, Nina Matanova in Kontakt, Harrison O'Donnell, Opfer von Hacking. Interessiert daran zu unterhalten, regierungsfeindlich. Beim Gebäude von Rosentech legt Sicherheitslücken auf Timelines offen, plant die Homepage der Partei anzugreifen, beschäftigt sich mit Hacking. Silent Scream Root. Achso, das war irgend so ein Textnachrichten-Dings. Mit Nina.
ging da was drüber oder sowas. Und ja, das ist alles. Wir haben längst nicht alles aus den Timelines hochgeladen. Weil da haben wir hier... Das ist spannend, obwohl wir nicht alles hochgeladen haben, sind so ganz, ganz relevante Dinge, die mit allen möglichen Fingern auf ihn zeigen oder auf den Eingeweihten zeigen da. Wir haben übrigens auch wieder eine ganz schöne Verzögerung heute. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich versuche... Ach, das hier haben wir schon... Diese Daten haben wir schon übermittelt. Ich weiß auch nicht, was das ist. VDO Ninja enttäuscht mich immer wieder bei der Dienstagspolitik. Ich finde das ein bisschen schade. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass hier Express News zu Sicherheitslücken... Achso, das haben wir übermittelt. Krieger des Webs, dieses Datum und allgegenwärtige Internets als Wohnort, dass das jetzt irgendwie uns groß weiterbringt. Du wirst wahrscheinlich schon recht haben. Wie kann ich Thought anschließen, wenn ich schon Teil davon bin? Aber was heißt dieser Hinweis? Sagt der einfach über sich, ich bin schon Teil von Thought? Das ist halt so, Thought gerät jetzt außer Kontrolle. Ganz offensichtlich, weil jemand, der von außen kommt, sagt, ich bin bereits Teil dessen. Ist interessant, wie sich Bewegungen auch verselbstständigen können. Was hier passiert, wenn wir das hochladen? Total. Und ich bin auch echt sehr gespannt, was passiert, was Symes dazu sagen wird. Und auch nochmal spannend, weil ist ja noch nicht klar, gibt es noch mehr Leute, die zu dieser Gruppe gehören, auch so zu dieser Kerngruppe, weil die anderen haben ja zwischendurch Kontakt zueinander aufgenommen. Es tauchte jetzt nicht auf, dass da noch, also für mich nicht spürbar, dass da noch wer fehlt. Ja, richtig. Wir haben ja auch übereinander gesprochen. Ja. Also Nina beispielsweise. Deswegen, ich bin echt sehr gespannt. Aber wir laden das jetzt hoch, heißt das. Ich dachte. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Ja, gucken wir mal, was Lakshudita dazu sagt. Er ist schon Mitglied? Warum haben wir dann keine Hinweise auf seine Geschichte mit Thought gefunden? Das haben wir uns auch gefragt. Ja. Vielleicht war das einfach nur behauptet. Okay, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Schade. Ich habe eine Idee, die gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte keine Ideen hören, von denen du jetzt schon weißt, dass sie nicht, also dass sie dir nicht gefallen, weil das bedeutet in der Regel, sie gefallen mir auch nicht. Wenn wir im Militärdienst von Joseph Langley hochladen, bekommen wir auch Zugriff auf seine Militärakte. Verdammt, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, stimmt. Wir können ja alle Akten sehen, dann können wir sehen. Oh ja, oh Mann. Von dem also Anwalt, doch, von der... Aber er gefällt mir... Von dem Anwalt, von der Frau, mit der das alles losgegangen ist. Mir gefällt übrigens dein Gedanke und gefällt... Also er gefällt mir total. Und er gefällt mir so überhaupt nicht. Ja. Nur mal so. Ja. Aber ich würde... Irgendwann möchte ich auch tatsächlich dieses Spiel abgeschlossen haben. Merke ich. Heute passiert es schon relativ früh. Es ist 20.28 Uhr, dass ich diesen Satz sage. Ja, jetzt kann ich das aktivieren und dann... Ja. Ich bezweifle, dass das heißt, dass er Kampferfahrung hat. Hä? Hä? Das war wohl doch nicht. Nee. Ja, es wollen wir das Auslandsjahr in Argentinien auch noch hochladen? Von mir aus. Ist ja inzwischen auch schon egal. Es ist egal. Übrigens mal ein Land, das es wirklich gibt, finde ich auch spannend. Und einfach schweigen im Walde. Warum haben wir Delacroix nicht als... doch, haben wir. Wir haben verstehe ich auch nicht. Ja,
Warum können wir hier nicht Delacroix genauer untersuchen? Das würde mich jetzt mal hier sehr interessieren, Leute. Das wollten wir letzte Woche, haben wir uns genau darüber unterhalten, so dieses, wir können die Catherine Delacroix ausleuchten, aber irgendwie... Irgendwie nicht. Namenhafte Alumni, da haben wir was ausgemacht. Was haben wir denn da ausgemacht? Ne, das haben wir hochgeladen. Das haben wir hochgeladen. Achso, wir haben das Bild ausgemacht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir müssen wahrscheinlich irgendwo im... hier. Werde Mitglied von Thought. Hat den Eingeweihten zu Thought eingeladen. Ist von Harrison O'Donnell zu Thought eingeladen worden. Bringt uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. Ansonsten... Ach, hier haben wir eine helfende Hand. Das war doch noch was. Wir gehen davon... Das haben wir prokrastiniert, weil das konnten wir nicht entscheiden. Wir wollten die anderen Sachen uns noch angucken. Ja, und wir gehen davon aus, dass dieser Brief von Delacroix kommt. Hallo Josef, ich nehme an, du weißt, wer ich bin. Wie ich weiß, hast du eine lauschige Anwaltskanzlei in Bonn. Ich denke allerdings, dass sich das schnell ändern dürfte, wenn die Medien jemals darauf aufmerksam würden, dass es eine Verbindung zwischen dir und den Bomben von Bonn gibt. Ich bin in der Lage, das zu verhindern, wenn du belastendes Material für eine Person namens Abraham Goldfels lieferst, ein Mitglied der Aktivistengruppe Thought, von der ich weiß, dass du mit ihr in Kontakt stehst. Lass mich wissen, wenn du bereit bist, mir dabei zu helfen. Ich werde dafür sorgen, dass auch du eine helfende Hand bekommst, eine Freundin. Ja, ich glaube, es hilft jetzt nichts darum drüber. Er hat ja dieses Angebot von außen zu bekommen. Und tatsächlich laden wir nicht hoch. Wir kommen nicht weiter und das ist das Einzige, was fehlt. Ja, ich denke auch. Ich hoffe, das führt uns jetzt zu Delacroix. Es wird sehr lustig. Und was Sümes dann sagt. Ich drück uns die Daumen. Ja. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ist das wieder unser Hackerfreund? Ja, ich denke nicht.